Gut, sehen wir uns an, wie wir in Visual Studio kommen oder wie wir allgemein Source Code kommentieren sollten und wie uns Visual Studio mit den Kommentaren nicht nur ein bisschen hilft, sondern sogar ein kleines Zusatzfeature für uns bereithält. Also gut, wie kommentieren wir? Wichtig bei den Kommentaren ist eigentlich Folgendes. Es soll nicht kommentiert werden, was dasteht, es soll kommentiert werden, warum etwas dasteht. Also, es macht wenig Sinn, hier einen Kommentar zu schreiben, das heißt, okay, wenn der Index größer ist als die Länge. Ja? Oder noch viel schlimmer, statt dem so, prüfe, ob der Index nicht größer ist als die Länge. Irgendwie so. Das macht als Kommentar einfach keinen Sinn. Denn das sehe ich auf einen Blick hier, da brauche ich den Source Code nicht mal zu verstehen. Offensichtlich wird hier geprüft, ob der Index größer ist als die Länge. Ein Kommentar soll immer beschreiben, warum Source Code so aussieht, wie er aussieht. Also ist der Index größer, darf nichts mehr eingefügt werden, wirf Fehler. Irgendwie sowas. Häufig geht es bei den Kommentaren nicht um die perfekte grammatikalische Variante, sondern man soll sich auskennen. So, also wichtig bei Kommentaren immer, warum ist etwas da? Und das heißt auch, wenn ich das jetzt mal zuklappe, ich habe hier eine Funktion und hier eine Funktion. Ich soll eigentlich anhand des Namens des Parameters und des Namens der Funktion und des Rückgabetyps erkennen, was die Funktion macht, ohne dass ich den Inhalt kenne. Und was dabei noch hilft, sind Kommentare. Und wenn man in Visual Studio drei Schrägstriche über eine Funktion macht, dann erzeugt uns Visual Studio etwas, und zwar eine Summary und für jeden Parameter, den wir hier haben, einen entsprechenden Param-Wert. Und in dieser Summary soll jetzt Folgendes passieren. Hier soll erklärt sein, was macht die Funktion. Ohne dass ich mir den Inhalt der Funktion ansehe, wenn ich nur den Namen sehe und die Parameter, sollte ich ja schon wissen, was sie macht. Im Zweifelsfall, wenn ich das Kommentar noch lese, dann muss alles glasklar sein. Ja, also das Kommentar muss genau dieses Problem lösen oder diese Aufgabe erfüllen, dass ich weiß, was die Funktion macht, ohne dass ich sie mir ansehen muss. Und zwar, dass es auch jemand macht, der den Code nicht selber geschrieben hat, der den Code nicht kennt. Das ist die Aufgabe des Kommentars. So, also in diesem Fall heißt das, ich habe eine Funktion push und die Funktion adds an element to the stack at the very top. So, dann wäre auch spannend, was macht die Funktion eigentlich, wenn der Stack schon voll ist? Ja, if the stack is already full, an exception will be thrown, also ein Fehler wird geworfen. Damit ich richtige Fehlerbehandlung machen kann, ist es vielleicht nicht schlecht, auch den Typ der Fehlermeldung zu spezifizieren. Of type exception type no see so. Invalid operation exception. So. Was soll dieses C jetzt? Ja, da gebe ich den Typ an, welche Art von Exception geworfen worden ist. Das nehme ich deswegen, weil auf Basis dieses Elements hier kann eine automatische Dokumentation generiert werden und dann wird das ein Link, wo man draufklicken kann und dann sieht man, was ist das eigentlich für eine Exception. So, warum diese Exception? Na, hier gibt es ein Throw New Invalid Operation Exception. Also es wird eine Fehlermeldung geworfen und diese sollte man auch idealerweise hier in einem eigenen Exception-Block definieren. Also eine Invalid Operation Exception und als Beschreibung, wann ist er? Ja, ich kann jetzt sagen Stack already full, die Meldung, die in der Exception drin ist. Ich kann auch hier zusätzlich sagen will be thrown if the stack is already full. So, in dem, dass das irgendwie doppelt gemoppelt wird, heißt es in der Kürze liegt die Würze. So, der Item soll ich auch noch erklären, was macht dieser Parameter, was ist der eigentlich? Also, hier ist es the item that will be added to the stack. Also, der Stack angefügt wird, ja, hier gehören auch Sachen rein, wie zum Beispiel darf nicht null sein, darf einen bestimmten Wert nicht unter oder überschreiten. Denn, wenn ich das hier sehe, muss ich wissen, alles, wie sich die Funktion
wie sie aufzurufen ist, was sie erwartet, was sie von mir bekommen soll, wie sie zu handhaben ist und so weiter und so weiter. Also eigentlich vollständige Beschreibung. Ich soll alle Kombinationen und Fälle eigentlich durch dieses Kommentar gleich wissen. So, wie sieht es jetzt beim Pop aus? 1, 2, 3 Schrägstriche. Hier habe ich keinen Param erzeugt bekommen, weil eben diese Funktion keinen Parameter erhält. Ich habe aber einen Returns bekommen, weil diese Funktion einen Integer zurückgibt. Also, was returns ja, die Funktion, also was gibt die Funktion zurück? The value at the very top of the stack means the value that was C, ja, einen Querverweis auf Push. So, that was pushed at last. Was zum letzten als letztes reingekommen ist, wird als erstes rausgenommen. Ein Stack ist ja eine Art wie ein Papierkorb vom Prinzip her. Wieder funktioniert in einem anderen Video. Aber hier, ja, soweit so gut. Also was als letztes reinkam, kommt als erstes raus. Ja. Removes and returns the last entered value. Das ist das, was die Funktion, the last entered value. Das ist das, was die Funktion eigentlich macht. Ja, es wird von diesem Papierkorb, den letzten Wert, den ich reingeschmissen habe, wird wieder rausgenommen und der ist dann auch nicht mehr drinnen. Das heißt, nächstes Mal wird der vorletzte Wert rausgenommen. Das beschreibt, was die Funktion macht. Es macht keinen Sinn, wenn das Kommentar heißt, irgendwie pops the value and returns it. Ja, das kann ich mir durch den Namen pop vielleicht auch zusammenreimen, was auch immer pops dann heißen soll. Ja, also, was macht die Funktion wirklich? Das soll herein. So, und was bringt diese Summary Returns etc.? Übrigens, wir haben hier noch eine Exception, auch diese wollen wir natürlich entsprechend kommentieren, wie auch immer der Source Code da drin aussieht. Exception, Invalid Operation Exception, Stack Already Empty. So, vielleicht hier noch, if the stack is already empty, and the method is called an invalid operation exception will be thrown. Ja, eine entsprechende Fehlermeldung weggeworfen und ausgelöst. So, was bringt das jetzt? Also einerseits die Kommentare, super. Aber da gibt es noch ein paar tolle Features. So, und zwar, wenn ich diesen Stack jetzt verwende, falsches Main, so, wenn ich dieses Stack jetzt verwende, Stack, my Stack ist gleich new Stack. So, der bekommt hier eine Size. Und jetzt sage ich myStack. Und hier gibt es die Funktionen Push-Pop. Das sind die zwei, die wir gerade gesehen und kommentiert haben. Und ich gehe hier zu dem Push oder zu dem Pop, bewege die Maus darüber. Dann removes and returns the last entered value, bla 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 bla. Das ist genau, und zwar haargenau, die Meldung, die wir reingeschrieben haben. Das ist das Kommentar. Im Push ebenfalls. Ja, und durch das Ref wird durch das C, durch den Querverweis zu der Exception wird das auch entsprechend hier hervorgehoben. Wenn ich jetzt Klammer aufmache, dann sehe ich nicht nur das, sondern ich sehe auch hier Item. The item that will be added to the stack. Das ist genau das Kommentar, das wir hier angegeben haben. Und wir alle, die mit Visual Studio arbeiten, lieben diese Kommentare, die uns IntelliSense liefert. Console.WriteLine. Ja, hat jeder mal verwendet. Writes the current la bla 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 bla. Ja. Auch hier, wenn ich die Overloads habe, das Format, ja, überall sind die Kommentare, die mir helfen zu verstehen, was hier wirklich passiert. Und auch Sachen, die wir machen, helfen mit den Kommentaren zu verstehen, was hier wirklich passiert. Und ja, das soll man einfach machen. Das ist guter Stil, ja, wenn man das auch so macht, dass man hier die Summaries etc. einfach entsprechend angibt. Das gibt es auch für den Datentyp. Ja, Klasse selbst, hier die Summary über alles Mögliche. Ja, also Kommentare, was wird gemacht, warum ist es so und in den Details im Source Code nicht unbedingt abschreiben auf Deutsch oder Englisch, was denn dasteht, sondern warum es dasteht. Durch die Kommentare soll ich mich schnell zurechtfinden, sollen sich andere schnell zurechtfinden, soll Antwort darüber geben, was hat sich derjenige, der das programmiert hat, eigentlich dabei gedacht, dass er diesen Source Code verbrochen hat. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.